Hey und willkommen zu einem neuen Video eures Lieblingsmontis. Oh Mann, das müssen die letzten Tage für euch hart gewesen sein. Das letzte Ryzen-Video ist fast eine ganze Woche her. Und das ist ja auch nach Release immer noch das Top-Thema unter meinen Abonnenten. Laut den Kommentaren seid ihr regelrecht süchtig nach neuen Infos zu Ryzen. Problem war die letzten Tage aber einfach, dass es schlicht nichts Neues zu berichten gab. Hauptsächlich konnte man nur in Foren nach diversen Problemen in Sachen Ryzen suchen. Ja, und genau die gab und gibt es leider mehr als genug. Und genau darum geht es heute auch. Nämlich um die aktuellen Probleme mit der neuen CPU von AMD. Denn so toll ich Ryzen auch finde, ist leider nicht alles eitel Sonnenschein. Und was das alles ist und was man eventuell dagegen tun kann, erfahrt ihr nach diesem knallbunten Intro. Viel Spaß und bis gleich. Und da bin ich auch schon wieder. Und ich sehe es euch doch schon an. Sehr viele Ryzen-Fans sind unter euch und ihr fragt euch sicherlich massenhaft: Probleme? Mit Ryzen? Was labert Monty da wieder? Aber kommen wir doch erstmal zum Hauptproblem, das ja sogar dafür sorgte, dass die Aktienkurse von AMD einbrachen. Es geht nämlich um die Spieleleistung der Ryzen 7er. Gesagt habe ich dazu ja auch schon eine ganze Menge und ich bin auch weiterhin der Meinung, dass die relativ schwache Gaming-Performance im Alltag nahezu keine Auswirkung haben wird. Trotzdem wird und wurde natürlich die letzten Tage von allen Seiten der Grund dafür gesucht und auch AMD geht sehr offen und vernünftig mit dieser Problematik um. Und ein Lob dafür direkt auch mal von mir an AMD. Trotz allem bleibt AMD aber bei der Aussage, dass schlicht noch die Optimierung der entsprechenden Spiele auf Ryzen fehlen. Und dem muss ich eigentlich sogar zustimmen. Jedoch ist das aber wohl nur die halbe Wahrheit. Wobei es natürlich auch gleich einen kleinen Rüffel gegen AMD gibt. Denn AMD wusste natürlich auch schon vor Release von der schlechten Spiele-Performance und hätte dies halt ein bisschen offener kommunizieren sollen. Aber egal, alles schon mal besprochen. Was ist denn nun die letzten Tage passiert, dass dies eine ganze News wert ist? Ganz einfach. Viele Spezialisten haben sich ja nun daran gemacht, der Sache auf den Grund zu gehen. Da ich selbst noch keine Ryzen CPU besitze, auf den Grund gehe ich übrigens später im Video noch genauer ein, da ich halt noch keine Ryzen CPU besitze, konnte ich das natürlich selbst auch nicht überprüfen. Zuallererst wurde die Schuld ja auf Windows 10 selbst geschoben. Nein, nicht von AMD, sondern von vielen Spezialisten. Hierzu muss man aber anmerken, dass in einigen wenigen Spielen, wie beispielsweise Projekt Cars, Windows 7 deutlich schneller arbeitet. Das Problem sollte dann beim sogenannten Scheduler liegen, der für die Aufgabenzuteilung unter Windows 10 verantwortlich ist. Dies wird weiterhin mit der Tatsache untermauert, dass Ryzen mit abgestaltetem SMT oft schneller arbeitet als mit SMT. So viel schon jetzt. Die Meinungen sind da ziemlich einheitlich. Den Scheduler kann man als Schuldigen wohl ausklammern. Dies bestätigen mehrere Tests und auch AMD selbst hat dies so bestätigt. Ein weiterer Schuldiger könnte das sogenannte Core-Parking sein. Wer auch nur ansatzweise der englischen Sprache mächtig ist, sollte sich schon denken können, worum es hierbei geht. Bei Nichtbeanspruchung werden schlicht die einzelnen Kerne schlafen gelegt. Bei Windows 10 sind das dann ganze 7 Kerne und 14 Threads, also bleiben nur noch ein echter und ein virtueller Kern in Aktion. Dies geschieht jedoch nur, wenn man das Energiesparprofil ausbalanciert einstellt. Windows 7 arbeitet hier wohl anders und stellt hauptsächlich die virtuellen Kerne ab. Und sobald diese wieder benötigt werden, sind diese natürlich auch ratzfatz wieder aktiviert. Bei echten Kernen muss jedoch eine gewisse Aufwachzeit mit einkalkuliert werden. Und dies scheint wohl der Fall zu sein und der Grund, warum Windows 7 manchmal etwas schneller arbeitet als Windows 10. Und der letzte Satz war ein ganz wichtiges Wort versteckt, nämlich das Wort manchmal. Denn im Schnitt tun sich Windows 10 und 7 quasi nichts und sind fast gleich schnell. Es gibt nur ganz wenige Spiele, die auf Windows 7 schneller laufen. Ja, und die Speerspitze ist hier ganz klar Projekt Cars. Und zumindest für Projekt Cars gibt es eine ganz simple Lösung. Nämlich ganz einfach die Energiespareinstellung auf Höchstleistung setzen und zack, hat man fast 20% mehr Leistung in Projekt Cars. Und natürlich, das ist keine optimale Lösung, da dies zum einen natürlich grundsätzlich nicht nötig sein sollte und zum anderen natürlich auch ein bisschen mehr Strom kostet. Aber zumindest vorläufig ist extra für dieses Spiel halt kein Umstieg auf Windows 7 nötig. Das zweite Spiel, das unter Windows 7 besser läuft, ist Battlefield 1. Hier ist die Sache aber nicht annähernd so schlimm und auch hier bringt Höchstleistung zumindest einen kleinen Schub. Trotzdem bleibt hier Windows 7 aber ein bisschen schneller. Und was folgern wir nun daraus? Zumindest vorerst sollte man die Energiespareinstellung halt auf Höchstleistung lassen, um das Core-Parking zu verhindern. Und das ist aktuell wohl schlicht die einzige Möglichkeit, um dem Ryzen noch ein klein wenig Beine bei einigen Spielen unter Windows 10 machen zu können. Fakt ist aber, dass entgegen vielem Gelaber in den Foren das Grundproblem wohl nicht bei Windows zu suchen ist
und ja, AMD hier offensichtlich recht behält. Denn selbst AMD schiebt es nicht Windows in die Schuhe. Es fehlt schlicht weiterhin an Optimierung der Spiele. Und diese werden kommen. Bei neuen Spielen ja sowieso und auch alte Spiele bekommen sicher ein paar Patches spendiert. Und trotz der Freisprechung von Windows wird es sicherlich hier auch seitens Microsoft noch die eine oder andere Optimierung geben. Da bin ich mir ganz sicher. Leute, versteht bitte endlich, dass Ryzen eine komplett neue Architektur ist und AMD eine verhältnismäßig kleine Firma ist, die einfach vor Release nicht das Budget hatte, vorher alle Dinge mit den entsprechenden Entwicklern zu klären. Dies wird nämlich nun erst nur nach und nach seit Release passieren. Und das ist doch eigentlich auch eine wunderschöne Überleitung zum nächsten Problem, von dem ich eigentlich auch ganz persönlich betroffen bin. Wisst ihr nämlich was? Ich wollte mir am Wochenende nämlich einen Ryzen 1700X bestellen. Dieser ist ja quasi bei jeder Frittbude zu bekommen, da AMD hier Wort gehalten hat und es keine Lieferprobleme gibt. Alles gut und schön. Aber da gibt es leider noch zwei, drei kleine Probleme. Nämlich Mainboards, RAM und die entsprechenden Kühler. Zuerst zum Speicher. Hier gibt es ja aktuell noch diverse Probleme mit den vielen Speicherregeln, die mit Ryzen nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen können. Oder oft auch gar nicht laufen. Hier ist es also enorm wichtig, sich sehr gut vorher zu informieren und auch den genau richtigen Speicher zu wählen und auch die Mainboard-Bestückung zu bedenken. Hier heißt es allgemein, je kleiner die Riegel, desto schneller kann diese auch angebunden werden. Das Optimum scheinen wohl 4x4 GB mit Vollbestückung zu sein. Und noch dazu am besten Single-Ranked. Was eigentlich ja ungewöhnlich ist, da in der Regel Dual-Rank-Riegel fixer unterwegs sind. Und hier gibt es auch wieder das Problem, dass Ryzen kaum unterstützt wird. Alles ist aktuell noch auf Intel ausgelegt. Von G-Skill ist zumindest jetzt Speicher speziell für Ryzen angekündigt, der mit folgenden Frequenzen bei entsprechender Bestückung und Spannung laufen soll. Ob dies jetzt allerdings nur ein Werbegag ist oder nicht, das kann ich natürlich nicht sagen. Jedoch bin ich mal gespannt, ob die Werte in der Praxis dann auch erreicht werden. Ja, ich bin aktuell jedenfalls noch auf der Suche nach dem perfekten RAM für meinen Ryzen-PC. Das ist aber wohl noch nicht das größte Problem. Denn das ist ganz klar die aktuelle Lage in Sachen Mainboards. Denn gerade die angekündigten und sehr gut ausgestatteten Mainboards der großen Hersteller lassen immer noch auf sich warten. Das Problem ist also, ich kann mir schlicht gar kein Ryzen-System zusammenschrauben, weil mir noch das passende Mainboard fehlt. Aktuell gibt es nur ein paar wenige B350 Boards und ja, Z370 Boards der unteren Preisklassen. Hier sind am ehesten noch die Asus Prime Modelle lieferbar. Wer so unbedingt jetzt ein Ryzen-System haben will, ja okay, es ist möglich. Aber halt nicht mit meinem Wunsch-Mainboard. Super ärgerlich. Und wenn ihr denkt, dass die Probleme schon vorbei sind, nö. Denn Problem Nummer 3 ist die Kühlung. Denn wer seinen alten Kühler noch weiter nutzen will, hat ein weiteres Problem. Nämlich die Lochabstände bei einem AM4-Board sind nicht zu bisherigen Konstruktionen kompatibel. Und hier bieten längst nicht alle Hersteller schon Lösungen an. Ich selbst nutze ja vorerst noch ein HR2 Macho von Thermalright. Und Thermalright hat klasse reagiert und bietet ein gratis Ryzen-Kit an. Hier muss man eigentlich nur die Portokosten zahlen und kann dann loslegen. Wann dieser jetzt allerdings kommt, das weiß ich selbst noch nicht. Bestellt ist er. So sehr ich auch den Ryzen-Hype verfallen bin, aber das sind Dinge, die mich einfach maßlos nerven. Ich will kaufen, kann aber gar nicht. Und wo gerade bei den Mainboards nun die Schuld zu suchen ist, ist eigentlich schwer zu sagen. Hat AMD die Mainboard-Hersteller zu spät mit ins Boot genommen? Oder haben die Hersteller schlicht den Release verpennt? Mangels Infos kann ich hier leider niemanden den schwarzen Gustav... Oder ne, Peter hieß der, glaube ich. Okay, den schwarzen Peter zuschieben. Das mit dem Speicher ist ein Problem, das sich im Laufe der Zeit sicherlich durch entsprechende BIOS-Updates lösen wird. Und für die Kühlerproblematik kann im Prinzip niemand was. Ja, da AMD die Lochabstände sicherlich nicht böswillig geändert hat. Zumindest hoffe ich das. Das Ende vom Lied ist jedenfalls, dass ich immer noch keinen Ryzen mein eigen nenne, da dieser hier nur ungenutzt rumliegen und sich in der Sonne ahlen würde. Und Faulheit gibt's bei mir nicht. Bei Monty muss geackert werden. Das gilt auch für einen Ryzen. Und das war's. Das nun längst fällige neue Video zum Thema AMD Ryzen. Ja, und wie findet ihr die Problematiken mit den Mainboards und dem Speicher? Habt ihr Verständnis dafür und könnt noch warten? Oder seid ihr eventuell stinksauer und seid kurz davor, euch sogar eine Intel-CPU in den PC zu friemeln? Eure Meinung ist wie immer in meiner sehr beliebten Kommentarfunktion zu finden. Ich betone nochmals, dass ich mir wirklich alle Kommentare durchlesen werde. Versprochen. Okay,
Jeden einzelnen Like werde ich zwar jetzt nicht überprüfen können, das hindert euch trotzdem hoffentlich nicht daran, das Video fleißig zu liken und mir auch noch ein Abo aufs Auge zu drücken. Keine Sorge, ich kann mit den Schmerzen wirklich umgehen. Und nun gibt es wieder meine grandiose Endcard mit vielen bunten Videos zu bestaunen. Ich danke wie immer fürs Zuschauen. Bis dann.